Scheiße, Mann, verpiss dich. Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute gibt es nochmal ein kleines Spezialvideo. Ich befinde mich hier gerade am Bahnhof in Buxtehude und hol gleich meinen Homie Barca ab. Der schwitzt nämlich für ein paar Tage vorbei. Viele wissen das so noch gar nicht richtig, aber Barca kenne ich schon über ein Jahr. Damals habe ich, vielleicht 1000 Abonnenten gehabt. Da habe ich gesehen, dass er mich abonniert hat und war natürlich erstaunt, weil damals hatte er 15.000, da habe ich mich übertrieben drüber gefreut. Und so ist er ein bisschen in Kontakt gekommen, ich habe ihn angeschrieben, gefragt, ob man ein paar Runden zocken kann. Auf jeden Fall werde ich gleich Barca abholen, ja, wie soll es anders sein hier in Buxtehude, Hamburger Wetter. Regnet es natürlich jetzt wieder, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob er schon da ist. Und ich würde einfach sagen, dass wir uns gleich wiedersehen, zusammen mit Anton. Hey yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Monte ist natürlich auch am Start. Digga, das Wetter ist richtig widerlich, Mann. Ich besuche ihn jetzt für 3 Tage. Buxtehude besucht mich, beziehungsweise begrüßt mich. Leider mit Regen. Wetter, ja. Ja, mit scheiß Wetter. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Aber nun ja, was soll's. So ist es halt im Norden, ne? Wir gehen gleich was frühstücken, Freunde. Genau. Ich würde sagen, da sehen wir uns gleich in alter Frische. Genau, wir snacken jetzt gleich was und dann bis gleich. Gönnt er sich. So, Freunde, wir sind... Oh, guck mal, Digga, bei mir ist genau der Kakao im Weg, Mann. Das ist übrigens der beste Kakao, den ich jemals getrunken habe. Muss ich gleich sagen, das schneide ich aus, was bis jetzt war. Also okay. So, Freunde, wir sind jetzt hier im Bäcker, gönnen uns gerade ein leckeres Brödel. Unser Plan ist gleich noch, wir werden direkt shoppen gehen. Anton und ich sind einfach auf dem Zug. Ihr wisst ja, dass Anton und ich zusammen so gut wie noch nie geshoppt haben. Auf jeden Fall. Ja, und wir fahren gleich nach Hamburg ins Phoenix Center, mal schauen, ob wir da was finden. Und wolltest du noch irgendwas sagen? Ja, wir sind hier gerade in der besten Bäckerei, glaube ich, aller Zeiten. Alles hier frisch, tipptopp. So, ne? Alles, was wir haben wollen. Der Kakao ist auch der beste aller Zeiten auf jeden Fall. Milram Kakao, im Kalt besser Kakao, ehrlich. Wirklich, ich liebe den Kakao. Kannst du den noch nicht, oder was? Ja, kann ich noch nicht, aber der schmeckt auf jeden Fall richtig. Also ich trinke den normalerweise nur heiß. Versuch mal Partnerschaft, Digga. Nee, Spaß. Okay. Also wir fahren jetzt nach Hamburg ins Phoenix Center und ich würde sagen, dann sehen wir uns da in alter Frische in der Mitte. Genau. So, ihr Lümmel, wir sind schon im Parkhaus im Phoenix Center. Anton! Shopping! Shopping, Mann! Shopping, Digga. Wir gehen jetzt richtig schön shoppen. Mal schauen, was wir uns gönnen. Fresche Schuhe haben wir schon an. Die Schuhe wollte ich mir im Übrigen gönnen, die Anton anhat. Hatten sie aber nicht in meiner Größe. Zeig mal her, von der Seite, Digga. Boah, die sind schon fresh, die sind, da waren wir in Köln shoppen. Die wollte ich mir auch holen, aber sie hatten sie natürlich nicht in meiner Größe. Ich habe nämlich 47 ungefähr, manchmal auch 48. So, mal schauen, was wir jetzt machen, Digga. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rein und schauen mal ein bisschen. Wir werden euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, was wir uns gönnt. Oh, hier ist ja die Hölle los, Digga. Schnell die Cam ausmachen. Okay, Leute, wir waren richtig lange im Phoenix Center. Wir haben leider nicht so einen exklusiven Laden gefunden, wo wir jetzt irgendwelche coolen Modelle oder so gefunden haben. Boah, jetzt fällt mir die Karte. Digga, was ist los? Ja, ich brauche immer Bücken für dich. Weil immer, wenn Monte nicht shoppen geht, dann müssen wir irgendwie diesen Boom-Effekt einfach haben. So ja. Langweilige Schuhe, keine Ahnung, ist irgendwie ein bisschen zu Mainstream. Deshalb fahren wir jetzt nach Hamburg zur Mönckebergstraße. Fahren wir hier im Phoenix Center waren einfach, hier gibt es zwar ein, zwei coole Läden, aber wir haben nichts Korrektes gefunden, Digga. Ne? Nichts Korrektes gefunden. Ja, wir brauchen noch irgendwas Freshes. Digga. Freshes, ja. Genau, mal schauen. Wir waren so lange hier, dass ich nicht mal Gebühren bezahlen musste. Das soll schon was heißen, ne? Nice. Okay, dann würde ich sagen. Sehen wir uns gleich in der Mönckebergstraße, wenn wir den Weg finden. So, Freunde, wir sind jetzt hier an der Mönckebergstraße angekommen. Da vorne ist der Nike Store in Hamburg, da werden wir jetzt mal reinsteppen und mal schauen, ob wir was Gutes ergattern können. Anton, Vorfreude? Digga, übelst, ich freue mich richtig. Guck mal da vorne, die will 1 Euro von dir. Ja, gut, du Freunde, wir sehen uns gleich in alter Frische. So, ihr Lümmel, wir sind schon wieder aus dem, Nike Store draußen, waren jetzt auch schon bei Footlocker oder Foodlocker hier auf der Mönckebergstraße, aber wir finden irgendwie nichts. Wir brauchen, haben schon richtig freshes Schuhe gefunden. Ja, ja gut, aber die haben 250 Euro gekostet, das ist echt ein Batzen Geld. Erstmal noch zu Kicks gehen und zu Snipes. Zu Kicks und zu Snipes, wir haben auch schon 2, 3 Abonnenten getroffen, auf jeden Fall an der Stelle Grüße an den richtig korrekten Abonnenten aus dem Foodlocker, der mit seiner Mama unterwegs war. Da haben wir erstmal einen auf Modeberater gemacht. Genau, genau. Wir suchen jetzt hier nochmal was Flüssiges, weil unsere beiden Kehlen sind irgendwie so ein bisschen Sahara. Ja, schon richtig ausgetrocknet. Ausgetrocknet. Alles. Ja, wir gehen jetzt erstmal zu den anderen Läden rein, mal schauen. Wir werden auf spätestens am Ende des Videos euch nochmal zeigen, was wir uns gegönnt haben. Mal schauen, was wir hier noch mit der Kamera einfangen. Und ich würde sagen, ja, da sehen wir uns gleich. Genau, richtig in alter Frische. So, Leute, wir haben die Mission tatsächlich erfüllt. Wir haben richtig geile Schuhe gefunden. Soll ich die mal zeigen? Wir jetzt schon zeigen oder am Ende vom Video? Wir zeigen sie jetzt, Digga. Scheiße. Wir zeigen die jetzt. Wir haben sogar dieselben uns gegönnt. Dieselben gut auch. Ja, ist nicht schon gut. So.
yeah. Oh, die Farbkombo, einfach nur richtig nice. Farbkombi, leicht abgehoben. Richtig fresh. Grün-blau, richtig nice. Haben wir uns beide gegönnt. Ja, wir fanden die beide einfach nur so fresh. Und genau, wir haben jetzt hier noch was richtig Geiles gesnackt. So ein Wrap war das, hat auch richtig geil geschmeckt. Mit Barbecue-Soße, Alter. Scheiße, war genau, da lecker. Was werden wir jetzt noch gleich machen? Wir wollen noch zu The Source, das ist auch ein Hip-Hop-Laden hier in Buxtehude. In Buxtehude, sag ich schon, in Hamburg. Bas hat sich noch eine schwarze Hose geholt, aber die zeigen wir später im Video. Ich habe mir auch noch ein, zwei Sachen geholt, das zeigen wir, wie gesagt, später. Wir gehen jetzt noch zu The Source. Was haben wir überhaupt noch vor, die Tage, Digga? Stream auf jeden Fall. Heute oder morgen spätestens. Oder vielleicht beide Tage, mal gucken. Genau. Eine Runde Bowlen eventuell noch. Bowlen? Ich habe auch überlegt, eventuell gehen wir Schwarzlicht-Minigolfen. Minigolfen? Mal schauen, Digga. Digga, da habe ich 100 Pilze, das ist keine Chance. Ja, ja, klar, ist klar, Digga. Ansage. Mit Ansage. Einfach mal schauen, was wir machen. Ihr werdet es ja gleich sehen und ich würde einfach sagen. Wieder schauen. Und bis gleich. Digga, das war ja mega fail. Wir sehen uns gleich in alter Frische, ihr kleinen Sträuche. Wir sind wieder zurück, ihr Lümmel. Ja, wie mag ich dieses Wort? Also, oder bin ein Homo. Ja, und der eine oder andere hat mitbekommen. Eigentlich wollten wir heute Abend ganz gediegen streamen. Wir sind nämlich schon wieder zu Hause, seht ihr ja. Oh yeah. Wir wollten ganz gediegen streamen. Aber das Internetproblem ist immer noch bestehend. Kann natürlich sein, dann zu dem Zeitpunkt, wo das Video jetzt hier online kommt, dass wir schon eine Lösung gefunden haben. Aber heute, der Stream ist wieder richtig nach hinten losgegangen. Ich mag den Namen gar nicht mehr aussprechen vom Provider, ne? Nee, ich mag den Namen vom Provider auch nicht aussprechen, da kriegt jemand einen Würgreiz. Ja, wir chillen jetzt trotzdem noch ab, lassen uns den Abend nicht vermiesen, wir haben uns gerade eine Pizza bestellt, die zeigen genau. Wir euch gleich noch. Ja, wir waren da shoppen heute, waren relativ erfolgreich. Anton, willst du erstmal kurz deine Teile zeigen? Zeig mal her. Genau, also ich habe mir hier eine schwarze Hose gegönnt, um hier ein bisschen mehr noch die Schuhe zu betonen, Digga, das ist auf jeden Fall mal, das Highlight. Eine ganz normale schwarze Hose, ne? Genau, eine ganz normale schwarze Hose, dann auch hier ein... Fresher Chicago Bulls, mach mal auf, Sweater. Mach mal auf das Ding. Auf jeden Fall richtig nice. Oh yeah, super. Der sieht geil aus. Der sieht richtig, der nice, sieht richtig aus. Nice aus, Digga. Und dann noch die Schuhe, die haben Monte und ich uns beide gegönnt. Warte, ich muss einmal kurz Licht anmachen, Digga. Der musste eigentlich die Story erzählen. Erzähl du die Story, fang schon mal an, Digga. Wir waren ja schon mal in Köln, da habe ich mir die roten Nikes gekauft. Zeig nochmal her, warte ganz kurz, jetzt mit Licht, Digga. Oh, die sind einfach richtig geil. Warte, nimm sie in die Hand. Oh. Digga, oh. Und guck den Farbverlauf. Oh, Digga. In Köln gab es damals die roten Schuhe nur in meiner Größe. Und Monte wollte die unbedingt haben und hat die nicht bekommen in seiner Größe. Und diesmal in dem Laden gab es die am Anfang auch nicht. Und wir dachten schon, oh nein, das kann doch nicht sein, dass wir so viel Pech haben. Und dann hat sie dir die Schuhe in 45,5 gebracht. 45,5, ja. Die haben dir trotzdem gepasst. Es war einfach Schicksal, Digga. Sie waren eng, aber eng ist immer bevorzugt. Eng ist beste. Ja, was habe ich mir hier noch geholt? Ich habe mir noch also vier... Kann man in die Hand nehmen? Ja, scheiß drauf, Digga. Okay, hier, I am your father, Star Wars Cap. Geile Ansage auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann hier noch der Hinweis auf gefährlichen Inhalt. Superman Cap. Ja, hier noch so eine Dings Cap. Hab mir noch mal 4-5 Caps geholt. Und hier den Pulli hast du dir gegönnt, ne? Das ist ja. Eine Jacke, Digga. Ach, eine Jacke, genau. Eine Jacke habe ich mir noch gegönnt. Richtig fresh. So eine schöne College-Jacke in schwarz-weiß, Freunde. Mag ich ganz gerne. Hier habe ich mir noch ein Pullover von den Jungs aus Hamburg geholt. 187, wer die noch nicht kennt, sollte mal bei YouTube suchen. Machen richtig geilen Rap. Meine momentane Lieblingsgruppe, sagen wir es mal so. Das Album von denen dieses Jahr war Beste, Freunde. Ich verlinke euch mal die Schuhe. Dann könnt ihr mal gucken, der Preis ist vielleicht ein bisschen abgehoben, aber die Dinger, Freunde, oh, die Dinger, ich verlinke euch die mal. Ja, da fällt man einfach auch auf, ne? Da fällt man auf jeden das Fall. Besonderes, ne? Und ich verlinke euch auch mal das Album von 187, das ist für mich das beste deutschsprachige Album, was dieses Jahr rausgekommen ist, meine Meinung. High und Hungrig, richtig Hammer Album. Hier seht ihr noch mal ein paar Caps von mir im Übrigen. Boah, Digga, ich steh gleich durch, ne? Ja, zeig mal die Pizza. Zeig mal die Pizza, die ist nämlich schon da. Oh, zeig mal her das Ding. Oh. Pizza Margarita, Doppelkäse, Mais, kleine Knoblauchsoße. Bitte geschnitten. Mach auf, hier, Highlight, warte. Mach auf. Oh, yeah, Baby. Yeah. Die werden wir uns jetzt auf jeden Fall richtig köstlich snacken. Anton wird entjungfert in dem Fall, weil er die Pizza das erste Mal ist. Ja, was machen wir noch? Wir wollten eventuell noch schwimmen gehen, Sauna und so die nächsten Tage. Schauen wir mal. Ihr werdet es ja in Kürze sehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in alter Frische. Ja, moin. Tag 2. Immer noch Regen. Wir sind jetzt in der City unterwegs in Buxtehude, wollen frühstücken um 15 Uhr. Wir haben etwas länger gepennt heute. ja, was sind noch die Pläne für heute? Ja, Digga, wir werden jetzt gleich noch mal ein Video aufnehmen. Davor werden wir etwas snacken und danach gehen wir entweder in die Sauna oder wir versuchen noch mal zu streamen. Je nachdem, ob es jetzt mit der Internetleitung klappt.
Ja, wir wollen gleich noch zur Telekom, fällt mir gerade ein. Ich wollte mal mich umhorchen, wie es ist, wie lange das dauert, um vielleicht eine neue Leitung von Telekom zu bekommen, nicht von Kabel Wixland, Deutschland, sorry, Versprecher. Ja, ihr wisst ja, Advanced Warfare kommt bald und Carsten und ich hatten vor, dann jeden Tag zu streamen in der Zeit. Und mit der Leitung momentan funktioniert es auf jeden Fall nicht. Mal schauen. Das war nicht mehr normal, Leute. Er hatte einen Download von 1,8, obwohl 100 ankommen sollten. 100. Ja, 1,8 hatte ich. Digga, das war 100k. Alter. Digga, ich hab gedacht, ich schiel. Ja. Ich hab wirklich gedacht, ich schiel, als es hat das in der Lobby schon geleckt in Black Ops 2. Das war nicht mehr normal. Aber mal schauen. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall irgendwie einen Griff bekommen. Ne? Ja, wir snappen jetzt mal in die City und mal schauen, was ihr gleich zu sehen bekommt. Vielleicht das leckere Frühstück. Ihr werdet es in Kürze sehen. Oh yeah. Lecker, schön Krapfen, Kakao, Fladenbrot. Tomate, Mozzarella, Digga. Oh. Und einen warmen Kakao haben wir uns gegönnt. Auf jeden Fall. So. Wir sind hier bei Hase und Igel unten im Buxude, im Untergeschoss. Richtig chillig ist das hier. Genau. Ja. Wenn es uns jetzt schmecken lassen, danach geht es zu Telekom, Digga, würde ich sagen. Ne? Auf geht's. Auf also, geht's, let's go. Guten Appetit. Warte, ich komm her. Für die Kerne. Live Geschmacksprobe. Und? 1A? Bombe. Bombe, jawohl. Wir befinden uns schon wieder zu Hause. Es ist schon Spätabend, 22 Uhr circa. Und heute haben wir uns viel vorgenommen, aber wenig gemacht. Wir waren ja noch bei der Telekom. Eventuell mache ich da mir mal den neuen Internetvertrag. Mal schauen. Wir dachten, wir machen uns heute einfach mal einen chilligen Abend. Ja, auf jeden Fall. Wir sind hier gerade bei Carsten im Livestream, zocken nebenbei FIFA ein bisschen. Und haben uns gerade mal wieder eine Pizza bestellt. Hol mal her, die Dinger. Oh. Richtig köstlich. Oh, ich habe schon richtig saftigen Knast. Was haben wir hier? Das ist die Pizza. Pizza Margarita, Doppelkäse, Mais und Champignon. Oh yeah, darauf habe ich richtig Bock. Und zeig mal die andere. Boah, Digga, mir läuft schon richtig das Wasser im Mund zusammen. No homo. Noch mit Lipton, beste. Und da haben wir nochmal die Pizza Sucuk. Natürlich gibt es dazu eisgekühlten Lipton. Kennt ihr den? Ja, der, du kannst doch deinen silbernen Playbutton zeigen. Ach ja, der ist heute auch angekommen. Der silberne Playbutton von YouTube. Den kriegt man für 100.000 Abonnenten. Den werde ich mir schön an die Wand hängen. Da mache ich mal ein Foto. Bei Instagram werde ich das dann wahrscheinlich hochladen. Instagram habe ich im Übrigen auch. Montana Black 1988. Und ja, was machen wir heute noch? Bisschen Fußball gucken. Bayern spielt ja heute gerade. Schon nach 35 Minuten führen sie 5-0. Also das Video ist ein bisschen vorproduziert, ist klar. Wir streamen später noch mal ein bisschen. Mal schauen, ob die Leitung noch heute mal standhält. Und ja, mal gucken. Bisschen bei Cars jetzt noch im Stream. Morgen fahren wir noch ins Schwimmbad. Morgen wollen wir auf jeden Fall ins Schwimmbad und in die Sauna. Genau, und dann nehmen wir euch noch mal mit. Und noch zum Mexikaner. Mit meiner Freundin, genau. Und ja, Freunde, ich würde einfach sagen, dann sehen wir uns so gefühlt in der Sekunde in alter Frische. Ja, dritter Tag. Läuft bei uns auf jeden Fall. Wir stehen ja gerade in, keine Ahnung wo, kurz vor Harburg bei McDonald's. Wir fahren jetzt ins mit Sommerland. Der eine oder Lümmel von euch kennt das ja vielleicht. Und gönnen uns gerade aber hier noch ganz gediegen in Hamburger Real TS. Oh yeah. Was hast du dir geholt? Schießen Beef. Mal gucken, ob er auch wie in der Werbung aussieht bei mir. Boah, der sieht aber heute mal frisch zubereitet aus. Nice. Läuft auf jeden Fall bei uns. Ja, wir werden gleich noch schön ins Mittsommerland gehen. Ich weiß noch nicht genau, was ich da alles filmen kann, da wir auch in die Sauna gehen. Und da läuft man halt nackt rum. Insofern, no homo. Ja. da weiß ich natürlich nicht, was ich da filmen kann. Ich würde gerne alles filmen, aber darf ich nicht. ja, morgen fährt der Lümmel schon wieder hier neben mir. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt schon mal sagen, richtig eine gediegene Zeit, Freunde. Richtig gut, richtig abgechillt haben wir. Ja, Mann. Wiederholungsbedarf, aber so wie es ausschaut, werde ich ja im Dezember für ein paar Tage nach Köln fahren. Genau. Das ist auf jeden Fall geplant. Da werde ich Marcel besuchen, Revi besuchen, vielleicht auch den Simon. Dann komme ich endlich mal dazu, den persönlich kennenzulernen. Mhm. Schöne Grüße an Revi und an Simon auf jeden Fall. Mit Carsten werde ich wahrscheinlich dann dahin düsen. Ja, wir chillen jetzt erstmal ein bisschen. Ja, du wolltest noch was sagen? Gönn uns das jetzt noch und heute Abend geht's noch zum Mexikaner mit seiner Freundin. Genau, zum Mexikaner mit meiner Freundin. Auch noch ein bisschen wahrscheinlich, ne? Auf jeden, Digga, auf jeden. Mexikaner, Beste. Tacos heißt der, Digga, in Stade. Boah, glaube ich, Ando, du wärst... Digga, ich freue mich schon. Du wärst heute Abend richtig auslaufen. Ich mag ja lateinamerikanisches Essen so gerne, ne? Auf jeden Fall nice. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Schwimmbad. Oh, ganz chillig, würde ich sagen. Das sehe ich hier im Hintergrund. Jawohl.
Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie das Ding heißt. Das ist auf jeden Fall in Harburg, Harburger See. Keine Ahnung. Ich habe es letztens mal im Kopf gehabt, aber ich habe es leider vergessen. Wir waren schon schwimmen. Ich habe auch ein paar Aufnahmen gemacht. Leider ist dann der Bademeister zu uns gesteppt mit Leichtgewicht-Marathon und kugelsichere Weste. Ja, Digga, der hat richtig geschwitzt. Der hat auf jeden Fall übergeschwitzt und meinte, dass wir die Aufnahmen löschen sollen, zwecks keine Filmrechte. Das müsste man vorher anmelden. Oh, korrekt. Oh. Guck mal, den Schwarm da unten ist er. Schwarm. Schwarm. Wieso fliegst du nur einzeln am Himmel? Mach einen Abschuss, du Limmel. Das ist nur ein Hunter-Killer. Nee, Spaß beiseite. Also wir haben Aufnahmen gemacht, mussten sie aber leider löschen. Das respektieren wir natürlich auch. In der Sauna waren wir auch. Die 100 Grad Sauna hat richtig gescheppert. Ne? Den Hintergrund, den ihr da seht. Ihr müsst euch vorstellen, da hinten ist eine Sauna direkt am Wasser. Ist direkt am Wasser die Sauna, Digga. Und Digga, du geilen Arsch. Hatte den stabiles Gerät? Ja, kann sein. Der hat uns auf jeden Fall erkannt. was soll ich sagen? Genau, da ist eine 100-Grad-Sauna gewesen. Und direkt, wenn man aus der 100-Grad-Sauna rauskommt, der eine oder andere kennt es vielleicht von euch, kann man direkt sich an so einen Steg setzen an den See. Übertrieben chillig, Freunde. Wir haben da eben echt die Seele baumeln lassen. Also mit Sommerland, Saunalandschaft ist top. Wer jetzt so aus dem Umkreis Harburg, Lüneburg etc. kommt, im Salü ist auch die Sauna geil. Aber mit Sommerland ist nochmal ein Ticken besser. Ja, wir fahren jetzt deine. Wurden wir auch erkannt, ne? Ein paar Abonnenten haben wir erkannt, ein paar aktive Spritzer, schon bevor wir überhaupt ins Schwimmbad reingegangen sind. Und ja, wir fahren jetzt gleich noch zur Telekom, vielleicht eine neue Internetleitung für den Typen bei hier. Bei Rutsch habe ich mir, glaube ich, alle Knie ausgekugelt. Meine Beine. Anton hatte zu dolles Marathon, ja, erst bei der Rutsche. Die Rutsche hier in Harburg ist, da tust du dir eher weh. Da tust du dir echt eher weh. Ja, der vor allem an der Hüfte und so, ne? Ja. Ich war gar nicht vorbereitet darauf. Hüfthorn. Scheiße. Wie findet ihr die neue Cap? I am your father. Nee, Spaß, wir steppen jetzt nochmal wieder nach Buxtehude bzw. fahren mit dem Auto. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens, wenn wir beim Mexikaner sind. Mal schauen. So, ihr aktiven Spritzer, da sind wir schon wieder. Wir sind hier jetzt beim Mexikaner, Anton und ich. Meine Freundin ist schon vorgelaufen. Die ist irgendwie aus Zucker, es nieselt ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. Gönnt euch mal die Optik. Oh yeah, oh yeah. Den Partner-Look, no homo, Leute. No homo, Partner-Look. Ja, wir sind jetzt hier beim Tacos in Stade. Wir werden jetzt was richtig Leckeres snacken. Ich werde gleich mal filmen, was wir uns gönnen. Wir haben auf jeden Fall beste Laune, aber auch einen großen Hunger. Deswegen will ich jetzt nicht so lange hier rummachen, wie mit meiner Freundin. Ich freue mich schon auf meine Rippchen. Ja, Anton wird sich Rippchen gönnen. Ich werde mir, weiß ich noch nicht genau, was gönnen. Und in dem Sinne würde ich sagen, seht ihr gleich, was wir snacken. So, ihr Lümmel, das Essen ist schon fertig und ich habe mir standardgemäßig die Teufelspfanne geholt. Oh yeah, mit Reis und Nudeln. Köstlich. Meine Süße hat sich Scampis, Nudeln mit Scampis bestellt. Hast du gut gemerkt. Schnauze. Und Anton hat sich, oh yeah, ein paar Rippchen. Rippchen. Rippton. Sag nochmal Rippchen mit Rippchen. 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 Wir werden es auf jeden Fall richtig dick abschmatzen, Freunde. Ich habe richtig Kohldampf. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich draußen. Okay. Tschüss. So, ihr Lümmel, fertig mit Essen. Wenn der Essenslieferant kommt. Heute waren die Augen mal wieder größer, wie der Appetit. Anton, zeig mal, Schnauze-Vibe. Wir haben uns ordentlich was einpacken lassen. Da sind einmal die Nudeln von meiner Freundin dabei, einmal Anton seine Rippchen. Und auch meine Teufelspfanne war etwas zu viel heute. Weiß ich nicht. Da waren die Augen, wie gesagt, größer als Appetit. Ja, wir sind jetzt nach Hause, stream noch eine Runde und entspannen. Morgen bringe ich Anton schon wieder nach Hause. Ganz nach Hause? Okay. Nee, ja, doch. Ich mit meinem Privatjet fliege ich nach Hause. Nee, zum Bahnhof natürlich auch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nochmal morgen am Bahnhof, wenn ich Anton in den Zug begleite. So, ihr Lümmel, wir stehen jetzt hier am Bahnhof. Anton fährt jetzt nach Hause. Da ist der Spritzer. Und da vorne kommt schon die Bahn. Also macht die Boxen leiser. Das wird jetzt, glaube ich, richtig laut. Ja, Anton verlässt mich jetzt leider. Waren drei richtig coole Tage, muss ich sagen. Drei richtig geile Tage. Oh. Drei richtig coole Tage waren das. Und ich bin ein bisschen traurig. Anton. Wegfährt, Digga, möchte ich auch schon, dass du noch so ein bisschen mitrennst. Nee, du kannst aus dem Fenster gucken wie so ein Idiot. Ja, komm, okay. Scuff rein, Digga. Also dann, ja. Anton, lass dir gut rein, gehen, Digga. Digga, war korrekt. Scuff, Scuff. Ist er da fast gegen den Typen gesprungen? Wo ist er denn? Wir schauen mal ganz kurz. Jetzt geht er nach oben. Wo ist denn der Pisser jetzt? Die Sau, der sollte aus dem Fenster gucken. Ich sehe ihn. Wo geht er hin, Freunde? Oh, er setzt sich auf die gegenüberliegende Seite, oder was? Oh, ich glaube, er macht da gerade irgendeinen Typen an. Naja, gut, scheiß drauf.
mit einer jetzigen Typen klären will. Ne, ich kann ihn nicht mehr sehen. So, Freunde, also, Anton war 3 Tage bei mir da. Und es war übertrieben chillig, muss ich sagen. Wirklich richtig chillige Zeit. Richtig cooler Junge. Der ist natürlich auch ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt, wer den noch nicht kennt. Ja, mal gucken. Vielleicht fahre ich dann im Dezember nach Köln. Und da gibt es dann Wiederholungsbedarf. Und in dem Sinne würde ich sagen, wenn euch das ganze Video gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und ja, ich sage einfach, wieder schauen und reingehauen.